Hier haben wir Lavandula angustifolia, Lavendel. Das ist sicher vielen bekannt. Das ist eine Pflanze, die man relativ schnell kennt. Und sonst müsst ihr mal drinnen schneiden, sie berühren und dann werdet ihr relativ schnell merken, dass sie einen sehr intensiven Duft hat. Genau. Lavendel ist nicht eine Stude, wie das vielfach an gewissen Orten in der Literatur ist oder unter Codes zu finden ist, sondern ist ein sogenannter Halbstrauch. Das heisst, wir haben im oberen Teil krautige Pflanzenteile. Ihr seht es hier, da ist es krautig. Und wenn wir nachher runter schauen, unter innen, dann fängt er an zu verholzen. Das heisst also, unter Holzig, oben krautig, typischer Halbstrauch. Da wären wir vielleicht bei der Pflege vom Rückschnitt her, ist ganz wichtig, dass der Lavendel vor dem Austrieb im Frühling zurückschneidet, dass er immer wieder von unten austreibt. Und sonst kann es so entstehen, dass er also verholzt, unter sehr stark verholzt. Und dann hat er die grünen Triebe erst oben innen. Genau. Wenn wir schnell zum Blatt gehen, sieht man das sehr gut, dass wir hier so ein grau-grünes Blatt haben. Ganz fein ist es eigentlich auch, ganz leicht behaart in dem Sinn. Auch der Stängel ist fein und so ein bisschen weisslich. Und was vielleicht typisch ist, ihr seht hier die lanzettlichen Blättchen, ganz randig. Und immer da hier in der Achse hinten kommen so kleine Nebenblättchen raus. Das ist schon noch so typisch. Wenn wir im Stängel weiter raufgehen, dann sehen wir hier oben, dass nachher im oberen Teil die Blütenknospen sind. Und oben hat er die typische Blüte vom Lavendel, da ist sie noch zu. Oder wenn wir hier schauen, da ist sie nachher offen, die Blüte, genau. Voilà. Die blaue Blüte gibt natürlich auch weisse Sorten oder verschiedene Blau-Violett-Töne. Das ist so. Genau. Was kann man noch sagen? Nachblütenschnitt. Ihr seht hier, da hat es viele Blüte dran. Eigentlich wird es im Moment dann zurückgeschnitten, dann können wir sie noch einmal nachher mit der Blüte. Oder auch vielleicht abzuschneiden in dem Sinn, dass es keine Versamung gibt. Also wenn er schön trocken, warm steht, dann tut er sich gerne noch versamen. Voilà. Das wäre Lavandula angustifolia.